Hallo Leute und willkommen zurück auf The Marscraft. Bei der ersten Baufolge von Red zum Theater. Wer mich auf Discord folgt, sollte wissen, dass ich angefangen habe, ein riesiges Red zum Theater zu bauen. Das ist der Eingang. Ich habe einen eigenen Designer, der gleich wie im Red zum Restaurant. Eigentlich sollte schon die zweite Folge jetzt sein, aber ich hatte ein Problem mit meinem Offline-Programm, so dass ich jetzt Folge 2 zu Folge 1 mache. Und somit hier das Video anfängt. Und ja, im Video, was ich gemacht habe, aber nicht hochladen kann, haben wir das schönes Ding hier gebaut. Das ist schon mal der Kassenautomat, aber erstmal will ich euch erklären, was das Ganze hier ist. Hier ist der Eingang und hier werden dann 4 Bühnen sein. Hier ist die Bühne 1, die Lichter kann man dann koordinieren und ausschalten. Hier ist dann der Stahl und das ist wie in echt, das hier hinten, ohne das zu sehen, ist dann ein geheimer kleiner Eingang. Den sieht man eigentlich von hinten gar nicht. Ein Eingang zu den Umkleiden. Ich werde hier 4 verschiedene Lieder, Songs, verschiedene Sachen reinbauen. 3 habe ich schon vorgewählt. Das erste ist von einer Parodie für die Yo-Craft von Slenderschnitzel. Man schreibt das, wenn ich das finde jetzt, wie man das schreibt. Das Slenderschnitzel, das sucht ihr mal in YouTube. Und da findet ihr sein geiles Video, das kleine Yo-Craft sind. Das kann ich mal ganz kurz abspielen lassen. Und ja, wenn ich das jetzt starte. Und dann hört ihr ein geiles Lied. Das Original könnt ihr euch auch anhören. Das heißt, das kleine Küken piept, glaube ich. Und ja, hier habe ich dann ein schönes Klavierstück. Das zweite ist ein Secret. Und das dritte, das vierte, also hier am Ende, könnt ihr euch überlegen und das bauen, was ihr überlegt habt. Hier haben wir einen dunklen Raum, wo nur die Technik hinkommt. Und sonst habe ich noch nicht viel gebaut. Also hier, das war bisher das Komplizierteste. Wir haben hier das hier gebaut. Das ist schon mal, dass man hier auswählen kann, was man haben will. Den zweiten zum Beispiel. Die Lampe bleibt auch an. Hier kann man dann gleich machen, dass man hier stornieren kann. Das können wir so machen. Mit einem Sandblock hier hochladen. Hier hoch. Hier kommt noch ein weiterer Block hoch. Die Fackel muss kurz aus und wieder hin. Und so können, wenn wir jetzt was aussuchen, das hier zum Beispiel. Ich mach's falscher Command. Gmod 1. Timeset 0. So. Dann bleibt er an. Und wenn ich dann hier drücke, wird er dann wahrscheinlich, so wie vermutet, geht er aus. Hier das Ding ist fürs Bezahlen. Also, und jetzt suchen wir, wie man hier ein Output bekommen kann. Den bekommt man hier unten, so wie ich vermute. An dem Ding hier. Wäre es am einfachsten. So sehen wir jetzt, dass gerade alle Lampen aus sind. Ich mache zur Probe mal eine an. Ja, wir gehen mal hoch. Drück mal den Knopf hier. Und ja, wir gehen mal sofort nach unten. So. Und da können wir jetzt hier ein Signal abladen. Und so wissen wir, dass irgendwas an ist. Das sehen wir an dem, weil der da an ist und so können wir dann hier ein Output bekommen. Das ich leider so machen muss, per Hand. Was ein bisschen länger dauert. So. Perfekt. Und da können wir einfach hier jetzt ein Redstone legen, drunter. Und dann sehen wir, was wenn was an ist. Egal was. Hopp. Müssen wir das eine Signal jetzt hier hochleiten. Ein bisschen hoch, hier hoch. So, mit Redstone. Wenn wir oben sind, ja, machen wir nichts kaputt. Das wird blöd. So, hoch. Und so können wir das dann ganz locker hochladen. Und das bleibt an, weil das hier ist, was schlecht ist. Okay, dann muss ich das eben weglassen, das schöne Feature. Okay, einfach hier hin, fertig. So. Und jetzt ist es so gemacht, dass es auf ist. Ja, und sobald wir stornieren, jetzt können wir nichts mehr bezahlen. Wenn wir was haben wollen, geht das Ding auf und wir können. Daran habe ich jetzt nicht gedacht. Wir können ja auch so einfach hinzureisen. Das ist. Okay, dann machen wir es anders. Wir müssen es dann eben so machen. Hier kommt nur dieses Ding hier. Ich brauche noch einen Hopper.
So, hinten ist nichts und das muss ich jetzt einen Block zurücklegen. Was eigentlich besser wäre, weil ich dann Platz sparen kann. Etwas. So. Dann muss hier der Block hin mit der Fackel. Ja, so. Das hier haben wir immer noch das Problem hier. Und das können wir über einen Fahrstuhl hochleiten. Was hier in dem Fall das einfachste wäre. Wir nehmen uns das hier mal. So. So, also es muss an sein, wie jetzt. Und so können wir dann einmal eine Leitung hier machen. Hopp, hopp, hopp. Und an. Da jetzt wir was bestellt haben. Wenn wir jetzt was stornieren, geht es auch zu. Und werden wir was bestellen, geht das Ding hier auf. Perfekt. Und so, wenn wir jetzt stornieren. Jetzt könnten wir auch das Feature einbauen, dass auch hier die Lampe blinkt, wenn das aus ist. So. Hier machen wir dann ein Schild, hier bezahlen. Und was dann angeht. Und man kann dann hier bezahlen. Und das müssen wir jetzt in einen Counter konvertieren. Wir nutzen das gleiche System wie in dem Redstone Restaurant. Aber hier machen wir es ein bisschen einfacher. Hier brauchen wir nicht so viel Magazin. Ne, wir müssen doch dann so machen. Weil das sonst zu tricky wird. Hier müssen wir jetzt so einen hinbauen. Der standardmäßig an ist. Hier werfen wir einen Stack irgendwas rein. Die werden dann fließen und bleiben dann hier stehen. Gut. Und hier müssen wir einen weiteren, der standardmäßig an ist. Ja, hier ist es schön. Hier haben wir jetzt Platz. Hier können wir mit einem Dings herausfinden. Ja, toll. Mache ich alles kaputt. Wissen wir jetzt, dass hier was drin ist. Wir können das hier abbrechen. Dann geht alles hier hin. Und hier ist mal das... Wir gucken mal. Das ein bisschen dauert. Alles hier hin. Fertig. Und wenn jetzt es einmal ganz kurz blinkt, dann bekommen wir da Output. Aber nicht so kurz. So, haben wir ein Output, bleibt aber nicht stehen, weil die anlaufen muss. Und so bekommen wir jetzt ein kurzes Output, was da stehen bleibt. Wir haben zwei, wir machen das, das muss ja später alles getaktet werden. Und so weiß er dann ganz genau, hier können wir eine Anzeige anschließen, wie viel der Typ bezahlen muss. Ja, wir gucken uns das hier an. Wir bestellen mal was zum Spaß. Das geht auf. Und jetzt müssen wir ein Signal hier ableiten. Was so gut wie unmöglich ist. Das kann hier weg, das kann auch weg. Das brauchen wir alles nicht mehr. Wir könnten das hier ableiten. Und dann müssten wir hier einfach so ein Ding hinbauen können. Nee, geht nicht. Würde auch wegen Buttswitches nicht klappen. Wir müssen mit Blinksignal arbeiten. Das Signal hier können wir nicht ausnutzen, weil es ja kein Blinksignal ist. Wir können das ja hier zum Blinken bringen, aber das ist wieder ein Dings. Das ist umgekehrt gepolt ist hier. Also wir müssen das hier abladen. Vom Knopf aus. Und das geht jetzt nur noch nach oben. Also heißt das. Und nach oben wäre die einzige Lösung nach hier. Ja, wir können das eigentlich jetzt nur noch hier machen. So. Und dann muss dann hier die Leiste vor. Irgendwie sowas. Hier. Perfekt. So hin. So hin, alles verbinden. Und so haben wir dieses Problem mit den Fackeln nicht. Und von dem Fackel kann man herausfinden, ob was bestellt wurde. Nö. Ach ja, richtig. Wenn ich jetzt hier klicke, geht's aus. Aber verändert sich immer nichts.
Ja, hier kommt jetzt das Problem Nummer 2. Wo sollen wir es jetzt hinleiten? Wir können ja jetzt hier sowas hinmachen. Hier ist ja dann die Wand. Warte, können wir keinen Platz einnehmen? Ja, wir sind jetzt, haben wir das gleiche wie gerade. Ah, toll. Nee, so oder so würde es nicht klappen. Da wir das hier nicht anfassen sollten. Und das hier wäre zu ärgerlich. Ja, das nützt jetzt auch nichts mehr. Ich resette das mal. Was uns auch nichts nützt. Okay, dann können wir das hier wieder abreißen. Wir brauchen ein Blinksignal. Wir müssten das Signal hier einmal verneinen noch. Nee, nicht. Hier durchgebrannt. Jetzt ist die. Nee, richtig. Alles richtig. Kompliziert hier. Platzprobleme nennt sich sowas. So, könnten wir jetzt hier über ein Output raus sagen. Wir haben jetzt das letzte bestellt, wenn ich mich nicht irre. So wie es hier aussieht. Ja, wir haben das letzte bestellt. Ist auch anders letzter. Und jetzt haben wir hier. Können wir das Signal endlich verneinen. So, und jetzt wissen wir ganz genau, was bestellt ist und das nicht. Und hier können wir jetzt endlich, nach so viel Verneinung in das Ganze, einen Blink-Dingsbums hier anmachen. So, wir könnten auch theoretisch jetzt alle verbinden. Ja, besser wäre, wenn alle einzeln wären. Da kann man theoretisch mehrere Sachen bestellen. Praktisch auch. Wer sich fragt, was das hier ist, das ist eine Falle für den Survival. Habe ich getestet. Da kann man hier durchlaufen und hier kommt man nicht raus. Also ich habe hier ein extra Loch gemacht und das könnte mein Survival jetzt. Hier muss man jetzt nur ein Wasser einsetzen. So. Wenn man jetzt drin ist, würde man ertrinken und das würde zu lange dauern, das hier aufzumachen. Für Survival natürlich. Creative ist es viel zu einfach. Brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Wenn ihr wollt, kann ich dazu ein Tutorial machen. Schreibt das mal in die Kommentare, ob ich das machen soll. Comparator. Jetzt dies. Yeah. Alles, nee. Aber es muss das hier geben. So. 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 Jetzt kann ich das hier einmal mit Redstone verbinden. Jo, perfekt. Und dann haben wir hier ein Blinksignal, wenn was bestellt wird. Jetzt müssen wir hier. Ich nehme mir mal ein Stack davon. Nee, ich kann nicht wegwerfen. 1, 2, 3. Das vierte blickt jetzt einmal hier. Jo, perfekt. Und so haben wir schon mal die Bestellung. Und jetzt machen wir da dieses komische Ding hin. Ja, jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen, wie wir auch die Tickets vergeben müssen. Also für alles, was wir jetzt hier bezahlen, was wir kaufen, ja, wird jetzt hier so, wird jetzt hier sich staunen. Und so wird alles durchfließen. Und so viel brauchen wir eigentlich nicht. Ist ja nur ein kleines Theater. Obwohl es ein großes Theater ist. Bis jetzt mein größtes Projekt, also das komplizierteste würde es mal sein, würde ich sagen. Viele Farben brauchen wir hier eigentlich nicht, aber egal. Hier haben wir dann das Ding. Das zählt, wie viel wir bestellt haben. Okay.
Okay, die Fackel muss ich von unten ansteuern. Und ich sehe gerade, dass ich die falsch. Die vielleicht noch nach hier, ja? Ja, nee, die sind so rum. Ich dachte, ich hätte sie umgekehrt gemacht. Ja, die sind so rum. Hier angeschlossen. Jetzt kann ich das hier wegmachen. Die bleiben an. Und hier kann ich genau wissen, wie viel man bezahlen muss. Ein Redstone-Signal. Hopp, 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 hopp. Und hier müssen jetzt Minecarts hin. Minecarts. Eins, zwei, drei und vier. Das ist das Maximal, was wir bezahlen können. Jetzt müssen wir gucken, wie weit das geht hier. Das nicht. Also bis hier. 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 Nee. Hier hin. Nee, so viel. Wie viel ist ein Minecart, würde ich gerne wissen. Ein Minecart sind 3. 2 Minecart sind 4, richtig. 5 Minecart, 3 Minecart sind. Also das kann hier hin. Gut. Und 4 Minecart sind. Bis zu mir. Gut. So haben wir jetzt 4 Outputs. Dass das jetzt 4 Mal bezahlt werden muss. Und für jedes Mal, das was bezahlt wird, kann man dann hier ein Signal reinleiten. So. Und das heißt jetzt hier, wenn jetzt was bestellt wird, muss man immer weniger bezahlen. Also ein weniger. Ja, das Signal ist jetzt zu lang, aber dafür. Aber ja, wir haben einen großen Fortschritt gemacht. Ich hoffe, es gefällt euch. Ihr könnt ja gerne mir was spenden. Link ist in der Videobeschreibung. Falls ihr mir helfen wollt, ein Abo wäre nett, dann könnt ihr auch nichts verpassen. Und ich mache wahrscheinlich noch eine Playlist dazu. Einen Daumen nach oben, wenn es euch gefällt. Ihr könnt ja das Video kommentieren oder auch sagen, was ihr da einbauen wollt. Also hier haben wir eine große freie Stelle. Oder ob ihr noch schöne Ideen habt. Das wäre es gewesen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen nochmal. Bis bald und ciao, Leute.